Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu der endlich erscheinenden und beginnenden Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen. Nummer 1. Ich hatte ja schon vor einer Weile ein Video gemacht, wo ich euch meinen ganzen Duschgel und Pflegefundus gezeigt habe und ich gesagt habe, Hilfe, ich muss aufbrauchen. Und ich hatte ja angekündigt, ich würde gerne mal so eine Rubrik machen und habe euch auch gefragt, in welchem Rhythmus die am besten für euch, was ihr so für Ideen habt, was am besten, wie das so erscheint. Und so der Tonus, wie ich es verstanden habe, war so, ja, alle 2 Monate passt schon. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und zwar möchte ich in dieser Rubrik, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder neu auf meinem Kanälchen seid, herzlich willkommen, möchte ich in dieser Rubrik einfach mal die Sachen an Duschgelen, Cremen, Shampoos, die ich habe, einfach aufbrauchen und nach Möglichkeit keine neuen Sachen kaufen. Ich habe das allerdings schon gebrochen, nämlich indem ich von Trickle Moon My Coconut Island, glaube ich, dieses Kokosnussduschgel gekauft habe, zum Glück, denn das geht jetzt wieder vom Markt und wird ersetzt durch Those Lemonade Days, glaube ich. Und ich habe ein neues Sensitive Duschgel von Balea mir geholt, aber technisch gesehen habe ich es nicht gekauft. Ich habe es kostenlos bekommen, weil ich einen Coupon dafür hatte. Deswegen habe ich die Regel da nur halb gebrochen, würde ich mal so sagen. Also man sucht sich ja immer so sein Hintertürchen. Und heute möchte ich euch einfach mal... Ach genau. Jedenfalls geht es in der Rubrik darum, dass ich das, was ich habe, aufbrauche und mal gucke, wie viel meiner Sachen ich innerhalb eines Zeitraums, nämlich den 2 Monaten, aufbrauche. Jetzt ist es Anfang März. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich verbraucht habe an Duschgel. Das ist jetzt kein Aufgebraucht-Video, sondern schlicht und ergreifend nur der Startschuss. Denn ich wollte 2 Duschgele, die ich gerade in Benutzung hatte, erstmal aufbrauchen, bevor ich damit anfange, sodass ich quasi von null beginne. Zufällig ist auch mein Shampoo leer geworden in der Zeit. Das hat perfekt gepasst. Und ich zeige euch einfach mal, ich habe von M. Assam Lait de Coco leer gemacht. Das ist diese riesen 750 ml Pulle. Da ist zwar noch ein kleines Rötzchen drin, da komme ich aber mit dem Pumpspender nicht wirklich mehr dran. Und ich habe auch nicht Lust, gerade mit der Auerhand da rumzuschrauben und rumzudrücken. Deswegen ist das jetzt offiziell geleert. Und ich habe von Soap & Glory Clean On Me leer gemacht. Den hatte ich noch in meinem Fundus und habe dann gesagt, okay, da hatte ich wieder Bock auf Soap & Glory und habe das leer gemacht. Ganz, ganz tolles Duschgel übrigens, kann ich wärmstens empfehlen. Und ja, die beiden habe ich jetzt komplett leer gemacht. Hat mich auch länger gebraucht. Also ich habe das jetzt nicht innerhalb der des letzten Monats oder so verbraucht. Das hat schon ein bisschen gedauert. Leer gemacht habe ich auch von Alberto Balsam das Coconut & Litchi Shampoo. Und das ist jetzt Razzical Fuji leer. Und ich habe es ersetzt jetzt schon bereits durch das Pure Argan Shampoo von Inecto. Und das ist so eine Art Bio-Shampoo, glaube ich. Jedenfalls, das hier ist die 500 ml Flasche und das bin ich auch bereits am Benutzen. Bei Shampoo wird es wahrscheinlich etwas länger dauern, weil ich meine Haare in der Regel nur alle 3 Tage wasche. Im Sommer natürlich öfter wegen dem Schwitzen, aber in der Regel bleibe ich da ganz hart bei meiner Regelung. Jedenfalls habt ihr euch gewünscht, dass ich dieses Argan-Shampoo benutze und ich habe es bereits begonnen. Wunsch erfüllt. Haha, ich bin gut. Jedenfalls das so viel zu den Duschgelen. Ich zeige euch mal, ich habe nämlich im Badezimmer, und das habe ich vergessen, als ich meine Duschgelsammlung gezeigt habe, da hatte ich nämlich noch eine Box, wo 4 Duschgele drin sind. Die sieht so aus. Die lag unterm Waschbecken, habe ich noch gefunden. Und ich habe jetzt gedacht, ich gucke einfach, wie weit ich von diesen Duschgelen bis, was haben wir jetzt, Anfang März, also März und April, Anfang Mai würde ich das nächste Video wahrscheinlich dann machen, wie weit ich einfach mit diesen Duschgelen komme. Und zwar haben wir zum einen auch, es ist alles von Balea, White Passion mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Und dann hätten wir noch Black Secret mit dem Duft von Vanille und Orangen. Jetzt muss ich aber nochmal schnuppern. Das ist lecker. Okay, das ist ein bisschen herblich. Das riecht so leicht nach Mann. Vielleicht benutze ich das als erstes, wo es noch Halbwinter ist. Jetzt fängt ja langsam der Frühling an. Yay, Sonne! Und dann habe ich Purple Kisses mit dem Duft von Lilien und schwarzen Himbeeren. Hier drin. Lecker fruchtig. Und dann habe ich noch Dusche und Creme, Kokos und Nektarine. Oh, beides ganz tolle Düfte für mich.
Oh, das riecht lecker. Das riecht richtig lecker. Jedenfalls gucke ich mal, wie weit ich bis Anfang Mai mit diesen Duschgelen komme. Gebe euch dann ein Update. Die hier kommen jetzt in meinen Aufgebrauchtkörbchen. Und ja, so viel zu den Reinigungsprodukten. Gesichtsschaum werde ich jetzt nicht mit integrieren, weil da benutze ich aktuell den von Balea, den Reinigungsschaum, weil ich zu faul war, den von Avène mitzukaufen, zur Apotheke zu latschen. Es geht jetzt wirklich nur um Duschgel und Shampoo. Ich würde gerne auch Pflege integrieren. Jetzt ist allerdings das Problem, ich bin aktuell noch mit dem großen Pott Erdbeer-Margarita von M. Assam am Kämpfen. Und das hier ist auch so ein 500 ml-Pott. Also das ist. Pff, also da bin ich ein halbes Jahr Minimum dran. Jedenfalls können wir einfach mal den Stand der Dinge angucken, wie weit ich damit aktuell bin. Könnt ihr ja mal schauen. Also so sieht's aus. Das ist so, ja, ich würde mir jetzt mal sagen, wenn man es so mal runter machen würde, so. Ungefähr bis hier ist es weg und ich benutze es wirklich täglich inzwischen. Also da kämpfe ich mich wirklich durch. Ich liebe den Duft. Riecht super lecker. Riecht so ein bisschen wie Mauams, glaube ich. Jetzt habe ich hoffentlich keine Creme auf der Nase. Ich schaffe das immer wieder, wenn ich irgendwo an einem Duschgel rieche oder einer Creme, dass ich irgendeinen Klecks auf die Nase kriege. Ich glaube, mir ist es mal passiert, dass ich beim DM war und da hatte ich an einem blauen Fahrduschgel gerochen. Ich glaube, das war irgendwas mit Fantasy, irgendwas. Jedenfalls, ohne dass ich es gemerkt habe, ist mir das so ein bisschen auf die Nase gesputzt. Ich habe es auch nicht gesehen. Und ich bin ungelogen quer durch den Ort gelatscht bis zum Lidl und habe da, weil ich geschminkt war, nur mal kurz so einen Make-up-Check gemacht in meinem Handspiegelchen und habe da erst gesehen, dass ein blauer Klecks Duschgel an meiner Nase war. Und kein Schwein hat es mir gesagt. Kein Schwein hat es mir gesagt. Und ich ärgere mich dann immer so, weil ich bin jemand und gehe dann auch immer hin und sage so: Entschuldigung, Sie haben da was, nur mal kurz, ne? Dass Sie Bescheid wissen und geht dann weiter. Ich wäre dankbar, wenn Leute das bei mir auch mal machen würden, aber. Naja, gut, sah ich halt aus, als hätte ich einen Schlumpf gegessen oder geschnieft. Ach, ich habe einen Schlumpf gekokst. Das wäre mal so eine Ausrede gewesen. Jedenfalls, hier kämpfe ich mich durch und da können wir einfach mal gucken, wie in 2 Monaten der Stand ist. Aufgebraucht werde ich es ja garantiert noch nicht haben, weil ich prinzipiell eigentlich nur meine Schienbeine und meine Unterarme eincreme und den Rest gar nicht. Das dauert dann ein bisschen. Ich bin zwar speckig, aber so dick sind meine Beine dann doch noch nicht, dass ich einen halben Pott brauche. Jedenfalls legen wir jetzt hiermit offiziell einfach mal mit der Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen, los. Und wir sehen uns, was dieses Thema angeht, in 2 Monaten. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit. Ich habe keine Ahnung, warum ich das immer sage, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!